gucken uns den zweiten Teil an nochmal. Der war lustiger hier. Hoffentlich mit gutem Sound. Wer redet der Mann? Wird es jeder Fuckboy oder Schlampe? Weil du bist ein Mädchen, wie kann ich ein Mädchen schlecht? Sag doch einfach, wer redet der Mann? Kriegt Schläge wie ein Mann. Ey, hier alle sind Schlampen und Fuckboys. Ich gebe es zu, ich schwöre, jeder gibt Arsch, also kann das Fuck. Ey, jeder gibt Arsch, also Chalas, Schlampen und ey, wir alle sind Schlampen und Fuckboys. Ich gebe es zu, ich schwöre, jeder gibt Arsch, also Chalas, einfach! Wie alt würdet ihr dich schätzen, Digga? Wie alt würdet ihr dich schätzen? Ne, ja. Ich frag mich halt wirklich, wenn die einen großen Bruder hat oder was, wenn Baba das sieht, was würde der dazu sagen? Sie sagt gerade, alle sind Schlampen, wir geben alle Arsch. Das ist also, Digga, es tut einfach weh. Gibt Arsch, also Chalas bei. Einfach! Das ist halt einfach so! Hast du es echt gesagt? Stimmt aber das? Das ist auch so, das ist die Wahrheit. Egal wer, jeder sagt, ich bin nicht so eine, ich bin nicht. Sie ist safe noch Jungfrau. Sie ist safe noch Jungfrau. Weil wer will da Arsch? Ich kenn keinen. Oder jemand aus dem Livestream-Chat, der Lust hat. Will irgendjemand von euch rein da? Also natürlich, ihr seid in dem Alter. Holger? Gut, Holger würde ich... Ja, Holger wird nochmal rein da, ja. Ein geiler Junge aus der Ecke kommt und sagt, gib dir Arsch, natürlich geben die Arsch, natürlich! Aber bist halt durch! Gib mir den Arsch! Er ist wirklich sympathisch, Digga. Problem ist, du bist sächsisch, Junge, was kommst du von der Ecke, Junge? Alles andere stimmt nicht, ihr kleinen Lügner, seid leise hinter der Kamera! Ey, warte! Gestern und vorgestern, ich habe eben bei Busch, ich habe zwei Mädchen gepackt. Oh, we need some milk! In Frankfurt jeder! Hallo! Ich sag doch, in Frankfurt jeder Shampoo oder Fuckboy! Es ist einfach so, und die meisten sind ein Fuckboy! Und Mädchen sind Schlampen! Ich geb's sogar ehrlich, wir sind Schlampen! Ich geb's sogar ehrlich zu, wir sind Schlampen und ihr seid Fuckboys! Aber Fuckboys schmarrn! Das Problem ist... Ich verstehe auch nicht, warum die sich jetzt seit 10 Minuten darüber unterhalten, ob die Fuckboys oder Schlampen sind! Was ist das für ein Gespräch, Digga? Das tut echt weh! Also das ist wirklich... Das sind halt die, die mitten im Leben gucken, Digga! Oder Dschungelcamp! Das Problem ist, Schlampen. Ihr seid Fuckboys, aber bei euch sagt man nicht, wenn wir was machen, heißt das, oh mein Gott, Schlampen. Bei uns ist so. Bei uns. Wollt ihr jemand zum Ende kommen? So? Geil, Digga. Die Alte wollte fünfmal reden und ist nicht zu Wort gekommen. Richtig so. Ich muss was sagen. Okay, okay. Bei uns ist so, wir sagen dann noch so, ich bin nicht so eine. Aber wir sind doch nicht so eine. Welche. Ich schick mal deinen Arsch, du hast. So gesagt, eben grad. Aber sie will nicht bei einem hübschen Jungen, aber doch nicht bei jemandem wie bei dir. Ich bin nicht so eine! Wer im Glashaus sitzt, junge Dame, wer im Glashaus sitzt und im Familienstammbaum irgendwo Miss Piggy auftaucht, da würde ich die Füße stillhalten. Da würde ich die Füße echt stillhalten. Ja. Erzähl mal so von den Mädels. Mädels, oder? Hallo. Alles Gutes. Die geben alle. Warum? Du gehst mit denen, du bist hier, Hauptwache, du gehst mit denen zwei Minuten irgendwo hin. Vielleicht gehst du mit der Essen. Ungelogen, danach sagst du Hotel, die kommt mit. So einfach ist es hier, oder wie? Warum machst du so viel Drama draus? Nicht alle nur so. Okay, oh, natürlich sind alle so. Ey, er ist doch anständig, ne? Ich bin anständig. Nicht alle. Merk mal, okay, nicht alle, okay. Es gibt Jungs und Fuckboys. Ja, ja. Ja, du. Auf jeden Fall, es gibt Jungs, die sind Fuckboys, es gibt Mädels, die sind Fuckgirls. Es gibt Jungs, die sind anständig, es gibt Mädels, die sind anständig. Es gibt beide davon. Deutschland ist... Erste vernünftige Aussage, die ich heute gehört habe, ja? Da hat er recht. Den Begriff Fuckboys kenne ich jetzt so nicht hier im Norden, aber ja, es gibt Schlampen. Es gibt also männliche Schlampen, es gibt weibliche Schlampen. Oh. Es gibt männliche Ehrenmänner und es gibt weibliche Ehrenfrauen.
Jetzt eine vernünftige Aussage, die ich von den Kollegen im Montclair, in der Montclair-Weste gehört habe. Remix. Das ist in Frankfurt, ehrlich. Was hast du gesagt bei einem Video? Ja. Er tut mir auch halt auch wirklich leid, ne? Er denkt sich nur, oh, easy Klicks, Digga, schnell, los hier. Also Frankfurt. Frankfurt ist eine andere Stadt, man kann es nicht mit Offenbach vergleichen. Offenbach, was ist Offenbach? Oder was ist Berlin? Also ist Frankfurt heiß hier. Alle hey, in Frankfurt ich mein wohnen Fuckboys und Fuckgirls. Aber man kann nur Fuckboys. Ja. Ich bin es. Ey, guck mal, wie scharf ich so bin. Guck doch, man sieht doch nicht mal meinen Arsch. Ich muss rein. Ey, ich schwöre, pass dir mal an und dann schlag ich dich. Du weißt, wie ich Schuss mache. Ja. Scherz an der. Sag doch mal, siehst du das Schlampen? Ja. Guck. Also ich bin kein Befürworter von Gewalt und rein fiktiv, natürlich wollen wir das nicht, rein fiktiv in meinen Gedanken habe ich jetzt gesehen, wie er ihr eine richtige Koma-Bombe gibt. Kombo-Bombe gibt. Du weißt, wie ich das mache. Ja. Scherz an der. Sag doch mal, siehst du das Schlampen? Und sie kann im Übrigen auch noch neben Miss Piggy habe ich mich verschrieben oder was? Obelix, sorry. Nee. Hallo, warum kommt hier kein Bild von Obelix da? Ja, morgen verschrieben. Sie kann im Übrigen auch noch Kollege Obelix in ihren Stammbaum hinzufügen, würde ich sagen. Oder, Livestream? Also. Ja. Ja doch, eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Gewisse Ähnlichkeit ist da. Ja. Guck mal, sie hat eben. Es gibt zwei Arten von Mädchen. Ja. Einmal diese Mansi. Ah, die was sagen. Hallo. Also einmal gibt's diese Mansis. Ja. Das sind diese Mädchen, die Geld sind drauf auf eine Schlägerei. Okay, ich gebe zu, ich bin sogar selber drauf. Junge, die ist hierher gekommen. Wir haben gesagt, sie soll nicht hierher kommen. Ist sie hierher gekommen. Und dann wir hatten Streit mit der. Sie war allein und ihr war fünf und nee, ich schläge ein Mädchen. Er ist noch, ohne Scheiß jetzt, er ist noch wenigstens halbwegs vernünftig, Digga. Es hört sich jetzt echt doof an. Ich habe gedacht, er ist am Anfang eigentlich der hier Stress macht. Aber eigentlich ist er bis jetzt der intelligenteste von allen. Und die beiden hier. Das sind Cindy und Mindy, die in 10 Jahren mit 5 Kinderwagen durch die Gegend fahren und 5 Kinder von 5 verschiedenen Leuten haben. Ja, das ist, die beiden, Digga, das tut echt weh. Das sind, die haben eine 1 auf ihrem Zeugnis in dem Fach Intelligenzverweigerung. Das ist halt einfach, das tut weh, Digga. Das tut wirklich weh. Ich würde so gerne ausholen und den alten Monte raushängen lassen, aber ich muss ja auch ein bisschen mich zusammenreißen. Ich könnte jetzt Sachen sagen, Baby, aber ich sag's nicht. Das Ding ist, ihre beste Freundin war da und ihre beste Freundin hat zugeguckt und hat nichts gemacht. Liebe Grüße an such dir neue Freunde, die auch was machen. Ich schwöre, such mal Freunde, die auch was machen. Wallach, hab du selbst gesagt, du hast gar keine. Fühlen wir uns jetzt nicht gerade alle wirklich sehr intelligent? Ich fühle mich gerade wie Albert Einstein. Wirklich. Ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt in meinen Keller gehen und irgendwas erfinden. Ich muss jetzt, glaube ich, was erfinden. Ich fühle mich unnormal frisch und intelligent. Freunde. Ja. Also ich war... Was war denn? Warte mal, stopp mit Diskussion. Wie alt seid ihr erstmal? Oh, jetzt bin ich gespannt. Bitte sagt es. Zwischen 14, 13. Ist so aus. Dafür. Wie geht alles nach Hause? Ich bin. Ja. Okay, also. Ich heiße Ashley. Ich bin. Ashley. Ja.
15 Jahre alt. 15, ja. Hm. Ist auf Insta frankfurt.eschle. Nein, der meinte, du hast keinen Arsch. Du hast einen Männerarsch. Und wir, ey, du kannst jetzt nicht sagen, soll ich auspacken? Was passiert? Immer, ey, was habt ihr denn mit euren Auspacken? Bitte nicht, nein, bitte nicht auspacken, Ashley. Bitte nicht auspacken. Bitte nicht. Ich habe vorhin Currywurst Pommes gegessen und würd's doch gern drin behalten. Auspacken, habt ihr Storys oder wie? Ja. Hat der eine Story hier? Jeder hat einen Ordner oder was? Jeder hat einen Ordner hier? Ich hab nichts zum Auspacken. Sie hat einen Ordner, sie hat einen Ordner. Die hat aber zwei fetten Ordner. Hat sie? Du hast einen fetten Ordner, hab ich gehört. Zwei. Ein Ordner, voller Story. Kim, danke für 20 verschenkte Subs, Digga. Ja, ich auch schon. Renn direkt weg. Ich schwör auf alles, ich kann so viel sagen. Mir ist so viel passiert. Mir ist so viel passiert. Mit 15, ihr Moin. Frag sie. Bitte. Sie ist auch bei einem YouTube-Video drin. Das heißt. 13. Aber ich sag dir ehrlich, sie ist eine Person, sie hat aber ein gutes Herz. Wisst ihr? Ich verstehe nicht, man sagt Schlampe Kachi. Hallo, bitte. Man sagt Schlampe Kachi. Man sagt Mansi. Aber ich sag euch ehrlich, im Inneren. Über sie komme ich halt auch immer noch nicht hinweg, ne? Haben wir immer noch gute Herzen. Yeah. Es ist einfach so. Ich habe auch ein gutes Herz. Ich bin nicht. Wenn. Guck mal. Was? Seit wann hast du ein gutes Herz? Ey! Ich habe ein gutes Herz. Aber bei dir, guck dich mal an, wie viele Scheiße du gemacht hast. Du hast mich angepasst und du weißt ganz genau, ich hatte Stand zusammengeschlagen. Bleibst du nicht bei Sky auf Boden? Weil du bist ein Mädchen, wie kann ich ein Mädchen schlagen? Schlag doch einfach, wer redet wie ein Mann, kriegt Schläge wie ein Mann. Also schlag. Tief durchatmen. Doch einfach. Wenn ich so. Also er ist 100% Ehrenmann. Voila. Er ist 100% Ehrenmann. Er ist 100% Ehrenmann. Also wirklich. Ich hab das Video nur einen kurzen Ausschnitt gesehen und hab gedacht, okay, das könnte lustig mit ihm werden. Aber er ist wirklich mit natürlich hier, wie heißt er nochmal? Terry Jackson und dem einen mit der Moncler-Weste die vernünftigsten. Er hat wirklich dafür, dass er mit den Schabracken abhängt, anscheinend und in dem Viertel groß wird, hat er von seinen Eltern wirklich noch moralische gute Werte mitbekommen. Es ist nicht verwerflich, eine Frau zu schlagen. Blutbad, das habe ich. Ich darf mich dazu nicht äußern. Es gibt eine Regel. Es gibt hier eine Regel. Wer redet wie ein Mann, kriegt Schläge wie ein Mann. Ich hab geredet wie ein Mann. Ich hab zu dir gesagt, du bist ein und so. Oh. Und was hast du gemacht? Du hast es auf dich eingenommen. Ich hab dich geschlagen. Was hast du gemacht? Warte. Du hast nichts gemacht. Bist du ein Tochter? Was du gemacht hast? Bist du ein Tochter? Bin ich nicht. Also ich bin noch kein. Doch, bist du. Nein, ich bin nicht. Ey, guck mal, weißt du, der Unterschied zwischen mir und dem? Der Unterschied zwischen mir und dem ist. Dieser Junge aufnehmen, der ist wirklich krank. Warte. Unterschied, ey, weißt du, was Unterschied zwischen mir und dem ist? Ich schwöre auf alles. Unterschied ist, also dieser Blackie, der gerade hier war. Yeah. Ich schwöre auf alles, der pusht seinen Schwanz mit Socken. Walla, ja, Mann, der hat gar keine. Sein Schwanz ist so. So. Ja, okay, ist allein so. Hast du schon geguckt oder was? Nein, aber mein Freund wurde mir bestätigt. Der hat deine Gegend bringt, da richtig Dinge. Cool, ich darf jemanden grüßen. Ja. Okay, ich grüße meine beste Freundin Pine und alle Hauptwache. Digga, er bereut es so dahin zu. Digga, es ist. Also, es ist wirklich so, man hofft, dass dann gleich versteckte Kamera kommt und das aufgelöst hat. Aber ihr müsst es wirklich so. Also, ihr müsst es wirklich mal so sehen. Sie denkt halt. Also, das ist kein. Das ist nicht gefaked. Das ist nicht gefaked. Die ist wirklich so. Das ist wirklich Realität, Digga. Das ist wirklich Realität. Die junge Dame hier unter uns ist mit 15. Es ist wirklich traurig, Digga. Das ist wirklich traurig. Schiller, die heute hier sind. Ich liebe euch. Aber nur manche, die anderen sind alle Sch**ken. Oder Fuckies. Schlägerei! Soll ich was sagen? Bruder, es ist. Frankfurt ist traurig. Es wird nur Lügengeschichten über den erzählt, über mich, über alle Jungs hier, weißt du?
Guck mal, die Mädels machen uns behindert. Warum werden manche hier Fuckboys? Weil die Mädels den Behinderten machen, weißt du? Beispiel, der hat jetzt eine Freundin gehabt, ja? Der hat Schluss gemacht, weil es nicht mehr passt. Ja. Yeah. Warum geht ihr da ganz Frankfurt rum? Hier ist nur Lederjacke an. Ja, okay. Also, warum erzählt ihr dann hier ganz Frankfurt rum, dass der so ein Fucky ist und so weiter? Ist Frankfurt ist kaputt, oder? Hallo, okay, darf ich was sagen? Du bist kein Fucky. Fertig, okay? Safi. Fertig. Ja. Du bist kein Fucky, okay? Nimmst du meine Entschuldigung an? Ja, aber erzähl sowas hier. Ja, okay. Okay, ich hör auf. Aber immer die Wahrheit sagen ist am besten. Ja, aber pass du lieber auf mit Mädchen, okay? Wegen Laura. Ich sag dir ehrlich, ey, guck mich zu. Hör mir zu. Alles gut, danke. Ich kenn Laura so gut. Glaub mir. Ich kenn die von A bis Z. Ich kenn die seitdem ich klein bin. Ich bin heute ganz normal gelaufen mit einem Mädchen. Wollt's Eis essen? Ja, ich wollte nur Eis essen. Mehr wollte ich nicht. Ey, aber was wollt ihr von mir? Aber darf ich kurz was sagen? Ja, du willst immer was sagen. Ja, aber guck mal, das Problem ist, wenn jetzt zum Beispiel mein Ex mit einem anderen Mädchen hier rumlaufen würde. Ihr Ex. Ich würde zu diesem Mädchen gehen, ich hätte die erstmal geschlagen und hätte gesagt, was bist du mit meinem Ex draußen? Also wenn ich mit der befreundet wäre. Ich hätte die geschlagen, hätte gesagt, was bist du mit meinem Ex draußen? Und genau so war es doch auch. Er war mit Mia und er waren zusammen und der war mit draußen und Frau und befreundet. Und danach ist der doch auch. Ja. Gedacht, wir waren gerade noch bei drei anderen Videos. Ja. Bei übernommen, ey Bruder, ich muss sagen. Brudaktive und so. Aufwachen, ich chill hier nicht, Walla, ich chill hier nicht. Ja, das ist hier Absturz, Walla. Absturz. Du bist doch Absturz. Natürlich, guck mal, das chillen sie halt. Jetzt geht's wieder los. Ist da kein Mädchen? Ist da kein Mädchen? Jungs, guck die mal an. Ah, du bist auch noch ein Junge, tut mir leid. Okay, Hatte, geh jetzt raus, Hatte. Okay. Ey, wie lange wollt ihr noch hier drehen? Weil wir sind schon seit zwei Stunden. Ey, weißt du, wie viel wir erzählt haben? Bruder, wer hat gefragt? Okay. Okay, danke, wir sind weiter, ne, Bruder? Ich muss echt sagen, Hauptwache ist echt eine krasse Gegend, Alter. Also, das war wirklich, Digga. Das tat weh, Digga. Das tat wirklich weh. Das tat wirklich weh. Also das ist auch nicht dieses, ja okay, ich reiß mir jetzt zusammen und sag nichts Negatives gegen die Person, weil man kann es so oder so sehen. Ich glaube, wir sind hier uns alle einig, die war dumm wie Scheiße. Die war dumm wie Scheiße und ist einfach Abschaum. Man muss es leider so sagen, das ist Abschaum, Digga. Das ist menschlich gesehen richtig Abschaum. Bäh. Oder wie mein Kollege Klausi immer gesagt hat, da ist bei der Zeugung ein bisschen viel Pischi mit reingekommen.